Willkommen zu meinem Podcast Bist du glücklich? Sei achtsam. Inspirationen, Impulse und Achtsamkeitsübungen für den Unternehmer von heute, den Machertypen. Für mehr Lebensqualität, Zeit, Geld und Wohlbefinden, innere Zufriedenheit und Glück. Mein Name ist Iris Günicker. Ich bin Expertin für Achtsamkeit. Hallo Iris hier, ich starte meine Serie Außergewöhnlich leben, außergewöhnlich erfolgreich sein. In den nächsten Wochen und Monaten werde ich euch berichten, ich bin gerade an einem neuen Konzept und mache einen Tagesworkshop daraus, 10 Schritte in ein außergewöhnliches Leben gelangen. Anschließend kommen die Schritte außergewöhnlich erfolgreich zu sein. Das sind 2 Tagesworkshops und ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze ja auch als Podcast-Episoden für euch kostenfrei zur Verfügung stellen kann. Heute starte ich mit der Einführung. Lebe der Mensch, der du sein könntest, dann wirst du es eines Tages auch sein. Noch ein schönes Zitat von Laozi dazu. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Lass das Zitat mal auf dich wirken. Und wir starten mal in die Einführung. Viele Menschen leben ihr Leben Tag für Tag, indem sie die Vergangenheit immer wiederholen, wie eine emsige, fleißige Ameise. Um außergewöhnlich erfolgreich zu sein, benötigt der Mensch jedoch persönliches Wachstum und ein stabiles Fundament. Für mich ist dieses stabile Fundament die eigene Persönlichkeit, und zwar die authentische. Ohne es allen recht machen zu wollen, ohne sich anzupassen, ehrlich und offen meinen Weg zu gehen und zu mir selbst zu stehen. Denn erst wenn ich weiß, wer ich bin, warum ich hier bin, was ich wirklich will und wie ich authentisch mein Leben gestalte, dann kann ich auf diesem sicheren Fundament Großes bauen. Dazu gehört noch dann das richtige Mindset, meine authentische Denk- und Handlungsweise. Denn sonst ist es schier unmöglich, außergewöhnlich und entspannt erfolgreich zu sein und dem eigenen Unternehmerfluss, dem Lebensfluss zu folgen. Denn das wollen wir schließlich als Unternehmer. Wir wollen nicht in die Erschöpfung geraten, sondern wir wollen außergewöhnlich erfolgreich sein. Das tun, was uns leidenschaftlich begeistert und innerlich berührt und erfüllt. Ich komme nochmal zu meiner Geschichte. Wir wollen ja beginnen mit Wer bin ich? Und da möchte ich dir meine Erfahrungen teilen. Vor über 6 Jahren geriet ich in eine Burnout-Erschöpfung. Und darüber bin ich zutiefst dankbar. Wenn ich das sage, können das viele Menschen nicht verstehen, aber dadurch hatte ich die Chance aufzuwachen. Ich bin natürlich nicht dankbar für die Krankheit und für den langen, schweren Weg zurück, aber durch das Aufwachen gelangte ich genau zurück in das Leben, was ich wirklich leben möchte. Ich hatte mich verloren auf dem Weg und auch die Masse der Menschen ist aus meiner Sicht auf diesem Überlebensmodus unterwegs und nicht im Lebensmodus. Ich hatte die Chance dadurch, in meinen Lebensmodus zurückzukehren. Bin mir sicher, hätte ich nicht sofort den Weg damals mit Hilfe der Achtsamkeit eingeschlagen, würde ich nicht hier heute diesen Podcast führen, denn ich hätte nicht zu mir selbst zurückgefunden und würde wahrscheinlich auch nicht diese Arbeit tun. Erst recht nicht mit dem Schwerpunkt Achtsamkeit. Und wer weiß, vielleicht wäre ich auch nicht aufgewacht aus diesem quasi Trance-Zustand, in dem ich sicherlich 15 Jahre unterwegs war, und zwar mit Beginn Einstieg in die Führungsposition in der IT-Branche damals, in meinem damaligen Berufsfeld und zuletzt als Unternehmerin mit 13 Mitarbeitern. In der zuletzt 60 bis 80 Stunden Woche Arbeitszeit, die ich hatte, mit kaum Privatleben, hatte ich meinen Akku sprichwörtlich ausgepowert. Es war mir leider zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, denn der Burnout-Prozess ist sehr schleichend und der Betroffene nimmt es selten selbst wahr. Erst wenn die medizinischen Symptome zunehmen, das Gefühl des noch Funktionierens so langsam in das Bewusstsein rückt, die Lebensqualität immer weniger wird, denkt man sich schon, soll das alles gewesen sein, soll das der Sinn des Lebens gewesen sein? Aber die Erkenntnis, in einem Burnout-Prozess zu stecken,
Dazu gehört wesentlich mehr dazu. Und gerade das Tückische an dem Prozess ist, dass man das Beschäftigen damit auch verdrängt. Man müsste schon Untersuchungen machen, um darauf zu kommen. Aber die Frage ist auch, ob viele Ärzte es diagnostizieren können, vielleicht heute mehr als früher. Denn es gibt eine Vielzahl von Symptomen, die den Burnout begleiten. Denn die eigentliche Erschöpfung ist selten das Einzige, was den meisten Menschen widerfährt. Meistens sind jedoch Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, das Gefühl, für sich selbst zu verlieren, auch vielleicht Aggressivität, Reizbarkeit. Wie gesagt, das noch funktionieren, das spürt man schon und die Symptome nimmt man auch wahr. Aber vielleicht schiebt man es auf eine kurzfristige Überlastung, die dann wieder vorbeigeht. Das erste Aufwachen erhielt ich also durch die Burnout-Erschöpfung. Das zweite Aufwachen ereilte mich in der Kurwoche, die ich einige Monate später antrat. Ich wollte nicht in die Klinik und googelte einfach nach einer achtsamkeitsbasierten Kurwoche. Und dieses Aufwachen meine ich damit, wenn es darum geht, sich selbst wiederzuentdecken, wer ich wirklich im Innern meines Wesens bin, so komme ich dann in den nächsten Episoden. Wir Menschen sind besondere und einzigartige Geschöpfe. Es gilt, dieses Potenzial auszuschöpfen, was jeder von uns hat und ein großartiges Leben zu leben. Denn aus meiner Sicht ist das Leben zu kurz, um es auf wenige Rentenjahre zu reduzieren, wenn ich diese überhaupt gesund erlebe. Ich denke, gerade in der heutigen Gesellschaft ist es immer mehr unwahrscheinlicher, dass wir diese gesund erleben. Für mich waren auf jeden Fall diese letzten 6 Jahre ein Weg voller Erkenntnisse über das Menschsein und wie das Leben wirklich funktioniert. Aber vor allem auch, wie wertvoll die Lebenszeit ist. Ich freue mich auf diesen weiteren Weg, der vor mir liegt, der sicherlich noch viele Abenteuer, Antworten und Erkenntnisse für mich birgt. Und ich freue mich darauf, diese zu entdecken. Das Leben ist für mich inzwischen eine wunderschöne Forschungsreise geworden. Und diese genieße ich in vollen Zügen. Ich habe gelernt, die Wellen des Lebens zu surfen, auch dadurch, dass ich die Dualität hier auf der Erde angenommen und akzeptiert habe. Zum Tag gehört die Nacht dazu, schwarz zu weiß, groß zu klein und auf unser Leben übertragen gehört Anerkennung, auch Ablehnung dazu. Zu Höhen im Leben gehören Tiefen, zum Erfolg gehört Misserfolg. Wenn ich diese Dualität verstehe, annehme und akzeptiere, wird mein Leben unendlich leicht. Zumindest geht es mir so. Und vor allem nehme ich mich selbst und das Leben nicht mehr so ernst, weil das Gleichgewicht, die Gegenpaare, wie ich es benannt habe, gehören zur Natur einfach dazu. Daher macht es auch keinen Sinn, dagegen anzukämpfen, sondern anzunehmen, zu akzeptieren und dann eben entscheiden, wie ich selbstbewusst aus mir selbst heraus handeln möchte. Heute ist mir ebenfalls klar, warum mir genau diese Lebensphasen, die ich in den letzten 30 Jahren durchlaufen habe, seit ich meine Berufslaufbahn begann oder auch schon vorher, warum ich das durchlaufen musste, und zwar um mein Warum, warum ich hier bin, warum ich tue, was ich tue, heute vollends begreifen zu können. Denn erst danach, nach diesen Erkenntnissen, bin ich in der Lage, mein Warum zu leben und dann es in das Wie und das Was ich leben möchte umzumünzen. Dies alles war ein lebenslanger Lernprozess für mich und ich bin sehr froh darüber, wo ich heute in meinem Leben stehe. Ich bereue nichts in meinem Leben, auch wenn manche Dinge sehr schwer waren. Aber es hatte alles seinen Sinn und ich bin zutiefst dankbar für diesen Weg in meinem Leben, der mir jetzt die Aufgabe ermöglicht, andere Menschen zu helfen, zu unterstützen, sie aufwachen zu lassen aus diesem Überlebensmodus, um endlich ihr authentisches Leben zu leben. Außergewöhnlich und besonders, wie das Menschsein tatsächlich ist und unserer Bestimmung zu folgen. Und die ist erfüllt zu leben und zu arbeiten und nicht im Hamsterrad unterwegs zu sein. Soweit für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse, Inspiration mit auf den Weg geben. Reflektiere einfach mal, wo du in deinem Leben stehst. In der nächsten Episode geht es weiter, mal mehr auf den Überlebensmodus einzugehen. Bis bald, eine schöne Zeit, deine Iris. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Geh jetzt auf irisgönicker.com. Dort findest du weitere Infos, Links, Tipps zu dem Podcast und auch weitere kostenfreie Trainings und vieles mehr. Du wünschst dir eine Auszeit
nur mit dir allein, zum Innehalten, Reflektieren, wieder bei dir ankommen, herausfinden, was du willst und im Innern deines Herzens wirklich bist, jenseits deiner konditionierten Grenzen, dann vereinbare ein kostenfreies Gespräch mit mir. Weitere Infos und den Link zur Terminvereinbarung findest du unter www.irisgynika.com. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir und wie ich dir helfen kann. Deine Iris.